Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. Es gibt keine Nationalstaaten mehr, es gibt nur noch die Menschheit und ihre Kolonien im Weltraum. Man siedelt auf fernen Sternen. Der Meeresboden ist als Wohnraum erschlossen. Mit heute noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten durcheilen Raumschiffe unser Milchstraßensystem. Eins dieser Raumschiffe ist die Orion. Winziger Teil eines gigantischen Sicherheitssystems, das die Erde vor Bedrohungen aus dem All schützt. Begleiten wir die Orion und ihre Besatzung bei ihrem Patrouillendienst am Rande der Unendlichkeit. Noch eine Möglichkeit? Keine, General. Der Magnetsturm hat unsere gesamte Steuerung blockiert. Ein Glück, dass wir nicht im Zentrum des Sturms sind. Aber das kann noch kommen. Lichtspruch zur Erde? Fertig, General. Feldverstärker voll. Bitte sprechen. Hier General Lydia van Dijk, Kommandeur der schnellen Raumverbände. Raumschiff Hydra an alle. Achtung! Im Gebiet der Jagdhunde wurde ein Planet aus seiner Bahn geworfen. Es handelt sich eindeutig um eine Supernova. Dieser Schnellläufer rast auf die Erde zu. Geschätzte Geschwindigkeit etwa 146.000 Kilometer pro Sekunde. Sein Radius gelangt in den Bereich der Riesensterne. Er hat die physikalischen Eigenschaften einer Sonne und wird die Erde binnen kürzester Frist erreicht haben. General van Dijk an alle. Notruf von Raumschiff Hydra! Wie heißt denn euer Raumschiff? Orion 7. Na, hoffentlich hat sich euer Kahn nicht die Nase eingedrückt. Quatsch, der hat schon ganz andere Sachen hinter sich. Danke. Commander McLean? Ja? Galaktischer Sicherheitsdienst. Wir müssen Sie bitten, mit uns zu kommen. Wohin? Hauptquartier des GSD. Geben Sie Ihr Sprechgerät. Sie wissen genau, dass ich mein ASG nicht aus der Hand geben darf. Machen Sie keine Umstände, Commander. Das ist ein Befehl. Damit Sie keine Verbindung mit Ihrer Raumschiffbesetzung aufnehmen. Warum? Was ist los? Was ist das? Impulse. Impulse aus der Galaxis. Und? Ich muss hierher kommen, nicht genau feststellen. Pulswellen? Dieser Form? Hier. Nee. Raumüberwachung ein! Mein Gott! Interstellare Lebewesen. Wir sind auf eine ihrer Impulswellen geraten. Bildaufzeichnung ein. Läuft. Sonnensystem. Er zeigt auf die Erde. Es ist genau die Umlaufbahn der Erde um die Sonne. Bildaufzeichnung fertig machen zur Übermittlung an GSD. Welche Raumquadrate haben Sie bei Ihrem letzten Patrouillenflug berührt?
411-22, 412 Delta, 413, 416 Epsilon und 422 A47. 420 nicht? Nein. Warum nicht? Kein Auftrag. Haben Sie auch keinerlei Beobachtungen gemacht? Nein. Sie? Nein. Darf ich jetzt endlich erfahren, was das alles bedeutet? Von der Hydra kam vor 7 Stunden ein Notlichtspruch. Ein Notlichtspruch von General van Dijk? Was ist los? Ein Augenblick. Haben Sie das Ergebnis? Ja. Wir haben die elektronischen Bänder und die Bordfilme der Orion überprüft, Oberst. Die Angaben des Commanders stimmen. Sie haben doch nichts anderes erwartet, oder? Nein, nein, natürlich nicht. Dürfen wir jetzt bitte wissen, was passiert ist? Gut, danke. Ja, dann werde ich Sie jetzt einweihen. Nach allen bisher vorliegenden Informationen handelt es sich um eine gelenkte Supernova. Eine gelenkte Nova? Das ist doch nicht möglich. Keiner hält es für möglich, McLean, und doch ist es so. Der Führungsstab tagt in Permanenz. Eine Nova ist vorstellbar, aber gelenkt? Von wem denn gelenkt? Die Meldung stammt von General van Dijk. Bitte, sehen Sie sich die Bildaufzeichnung an. Hydra an alle Erdstationen. Wir haben es einwandfrei mit einer gelenkten Supernova zu tun. Der Planet wurde von interstellaren Lebewesen, vermutlich den sogenannten Frogs, aus seiner Bahn geworfen, um die Menschheit zu vernichten. Die volle Wucht des Magnetsturms kommt auf uns zu. Wir sind navigationsunfähig. Hier spricht General van Dijk. Notruf an alle. Dort lenken eine Schnellläufer auf die Erde. Notruf an alle Erdstationen. Der Schnellläufer stürzt auf die Erde zu. Er hat die physikalischen Eigenschaften einer Sonne und wird die Erde in wenigen Tagen erreichen. Notruf von Raumschiff Hydra! Notruf von Raumschiff Hydra! General Lydia van Dijk war 6 Jahre lang meine Vorgesetzte. Besteht irgendeine Hoffnung, sie zu retten? Es geht hier nicht um die Person des Generals, Major. Es geht um die Menschheit. Herr Oberst? Plan DX-17. Rette die Erde. Wieso ist Ihnen auf Ihrem Patrouillenflug von Sektor 411 bis Sektor 423 diese Supernova entgangen? Warum wurde der Planet nicht rechtzeitig gemeldet? Sie waren doch als Letzter dort. Er konnte die Nova gar nicht melden. Ach, und warum nicht? Weil sie überhaupt noch nicht stattgefunden hatte, als McLean dort patrouillierte. Begreifen Sie doch. Aus dem Bericht General van Dijk geht hervor, dass der gelenkte Schnellläufer eine Geschwindigkeit von 146.000 Kilometern in der Sekunde entwickelt hat. Rechnen Sie sich das mal aus. Ich habe mir die Daten besorgt. Die Nova müsste 36 Stunden nach meinem Rücksturz zur Erde auf den Kollisionskurs gebracht worden. Ja, das stimmt genau. Ja, die Bordbücher der Orion wurden in der Zwischenzeit überprüft. Die Angaben stimmen. Gut. Ich akzeptiere das. Trotzdem muss ich Ihnen sagen... Wir wollen darüber nicht streiten, wenn ich bitten darf. Wir haben ganz andere Sorgen. Weiß Gott. Was soll also jetzt geschehen? Wir müssen doch irgendetwas unternehmen. Na, irgendetwas. Sagen Sie. Ich habe noch nie gegen einen Planeten gekämpft. Aber Sie können doch nicht hier herumsitzen und streiten und warten, bis der große Knall kommt. Die Regierung erwartet die Vorschläge der Militärs. Dringend. Glauben Sie ja nicht, dass man eine kosmische Gefahr von diesem Ausmaß mit Energiewerfern eliminieren kann? So weit sind wir noch nicht. Das ist Ihr Metier, meine Herren, und nicht meines. Die Nova ist gelenkt, soweit ich erfahren habe, von den Frogs gelenkt. Wie und wann wollen Sie einen Angriff riskieren? Oder denken Sie nicht mehr daran? Wie viele Raumschiffe haben Sie zur Verfügung? 1690. Aber 10 davon sind nur bedingt einsatzfähig. Das wären zusammen 5619. Und wann sind die einsatzbereit? Knapp die Hälfte bis heute Nacht. Der Rest frühestens in 4 Tagen. Warum nicht schneller? 2000 Schiffe sind unterwegs. Insgesamt 900 sind auf unseren Außenbasen stationiert. Die Schiffe der Jupiter-Basis haben bereits Alpha-Order, mit Hyperspace zurückzukommen. Wir brauchen aber die Schiffe sämtlicher Außenbasen, und zwar sofort. Warum ist das noch nicht veranlasst? Ich halte es für wichtig, dass wir auf jeden Fall Operationsmöglichkeiten außerhalb der Erde haben. Gleichgültig, wie die Entscheidung der Regierung ausfällt. Die Regierung? Die Regierung erwartet unsere Vorschläge. Haben Sie ja gehört? Mein Vorschlag lautet, Evakuierung der Erdbevölkerung.
Aber wie soll ich eine Evakuierung veranlassen, wenn mir nicht sämtliche Raumschiffe zur Verfügung stehen? Herr Watt, begreifen Sie denn das nicht? Ich denke, Sie planen einen Angriff gegen die Frogs. Was reden Sie da von Evakuierung? Damit ist nichts gewonnen, erlauben Sie. Selbst wenn alle 5000 Raumschiffe bereit stünden, könnten wir nur etwa 0,25 Promille der Bevölkerung evakuieren. Im Höchstfalle. Und das bedeutet doch... Ganz recht, General. Eine Evakuierung kommt gar nicht in Frage. Darüber hat die Regierung bereits entschieden. So. Dann können Sie mir auch sagen, was zum Teufel der Oberste Rat ab morgen auf den Marsmonden Deimos und Phobos zu suchen hat, wenn er hier die Erdbevölkerung ihrem Schicksal überlässt? Politiker finden immer was zu regieren, auch wenn schon längst nichts mehr da ist. Das heißt also, die Militärs kapitulieren. Das heißt gar nichts! Sie scheinen das alles mit einem normalen Krieg zu verwechseln. Wir hätten die Generale nicht um Rat gefragt, wenn wir evakuieren wollten. In diesem Falle sind wir verloren, so oder so. Wenn das alles ist, was Sie uns vorzuschlagen haben. Ja, also dieser Rückzug des Obersten Rates auf die Marsmonde scheint mir wirklich übereilt und völlig unüberlegt. Genauso überflüssig wie die geplante Verlegung der Heeresleitung auf die Mars-Außenbasis. Warum? Ich kann nicht dafür garantieren, dass diese... Flucht! Naja, also sagen wir, diese Verlegung der obersten Behörden, dass sie geheim bleibt. Sie rechnen also mit einer Pandemie? Ja, natürlich. Und was das bedeutet, brauche ich Ihnen ja wohl nicht zu erzählen. Was schlagen Sie also vor? Auf keinen Fall darf die Öffentlichkeit von der bevorstehenden Katastrophe Kenntnis erhalten. Und es muss alles unterbleiben, was einen Hinweis liefern könnte. Wie viel Zeit haben wir noch? Nach unseren Berechnungen noch etwa 7 Tage, Kommandeur. Der Zeitpunkt der Kollision ist zu bestimmen. Kollision nennen Sie das? Der Augenblick der Katastrophe nicht. Wieso? Was ist da für ein Unterschied? Der Planet stürzt in einer Spirale auf Terra zu. Seine Winkelgeschwindigkeit vergrößert sich, je enger die Umlaufrate. Die Temperaturen, die er ausstrahlt, sind unvorstellbar. Er wirkt wie eine kleine Sonne. Das heißt, die Erde dörrt aus, sie entzündet sich, sie verbrennt sozusagen, bevor der Zusammenprall erfolgt. Ich schätze, wir haben da bis dahin noch 5 Tage. Mehr bestimmt nicht. Aber kann man den Lauf des Planeten nicht anhalten oder wenigstens verzögern? Oder seine Bahn verändern? Ja, das wäre sicherlich möglich, wenn wir wüssten, von wo aus die Frogs den Schnellläufer dirigieren. Sie glauben, wenn wir die Leitstelle der Frogs zerstören, fällt auch die Lenkung der Supernova aus und sie stürzt an der Erde vorbei? Das wäre möglich, ist aber höchst ungewiss. Dann müssen wir die Leitstelle finden. Es ist unsere letzte Chance. Nein, als Chef des Führungsstabes kann ich es nicht verantworten, alle Streitkräfte auf die Suche nach den Frogs zu schicken. Ohne die blasseste Ahnung, wo sich diese Leitstelle befindet. Ohne Aussicht auf Erfolg, selbst wenn sie gefunden wird. Das ist Dilettantismus und keine Strategie. Das ist ja auch kein normaler Krieg. Theoretisch könnte man noch versuchen, eine stellare Explosion zu verursachen. Und wie? Durch transmittierte Energie. Ja, durch transmittierte Energie oder durch den Beschuss mit negativer Materie. Aber das ist nur eine theoretische Chance, keine wirkliche. Inzwischen wird die Nova sich der Erde so weit genähert haben, dass deren Explosion diese auf jeden Fall in Mitleidenschaft ziehen oder vernichten würde. Ich kann Ihnen nicht empfehlen, sich darauf einzulassen. Es ist aussichtslos. Dann bleibt es also bei Plan 1. Zerstörung der fremden Leitstelle. Ja, wir haben keine andere Chance. Bitte stimmen Sie zu. Ich schlage vor, dass wir 200 Raumschiffe in Marsch setzen, um die Leitstelle ausfindig zu machen. Die Erfolgsaussichten sind wahrscheinlich größer, als wir jetzt zugeben. Also gut. Geben Sie die Befehle. Danke. Mit etwas mehr Einsicht hätten wir schneller zum Ziel kommen können. General? Die Orion ist unser schnellstes Raumschiff. Sie starten sofort. Eine Frage. Haben wir noch Kontakt mit Raumschiff Hydra? Nein. Der Kontakt ist gestern gerissen. Tja. Wir haben alles versucht, McLean. Sie haben die Hydra also abgeschrieben? Ja. Basis 104, frei für Alarmstart Orion 7. Anlaufende Schiffe bitte auf Sicherheitszone 12 zurückziehen. Basis 104, Startzone räumen. Ab Countdown minus 10 übernimmt Automatik. Zwölf, elf, zehn, neun,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sauerstoffanzeiger zeigt nur noch für 72 Stunden Vorrat an. Dann nehmen wir die Raumanzüge mit der Sauerstoffreserve. General! Erdaußenstation? Nein, das sind ganz eigenartige Geräusche. Bitte hören Sie. Nein, das sind keine irdischen Signale. Das sind keine irdischen Signale. Athan füttert gerade das Elektronengehirn mit den einzelnen Signalgruppen. Vielleicht können wir sie über den Computer entziffern. Fox? Kann sein. Die müssen unwahrscheinliche Feldverstärker haben. Warum nicht? Wenn sie in der Lage sind, einen Planeten aus seiner Bahn zu werfen? Dann können wir uns ja auf einiges gefasst machen. Werden sie uns angreifen? Ich weiß nicht. Hast du's? Gleich, das ist nicht so einfach, verdammt. Wenn sie uns angreifen, werde ich ihnen zuvorkommen. Das ist ein großartiger Plan, Cliff, aber was machst du, wenn sie wirklich so technische Genies sind, wie man annimmt? Es wird uns schon irgendwas einfallen. Irgendwas? Du hast also keine Ahnung. Cliff, schnell! Es sind die Frogs. Ich habe die Frequenz mit dem Computer synchronisiert. Aufzeichnen, Cliff! Wahrscheinlich Messzahlen einer fremden Standlinienmethode zur Sturzberechnung des Schnellläufers. Cliff, die Frogs berechnen unseren Kurs. Sie haben die Zeitdistanz, die Rechtsascension und die Deklination der Orion. Athan, kannst du die Koordinaten dieser Station feststellen? Bei so großen Distanzen brauchen wir eine zweite Peilstelle, um sie genau orten zu können. Wo soll ich eine zweite Peilstelle hernehmen? Wir müssen diese Station vernichten. Wie sollen wir eine Raumstation abschießen, wenn wir ihre Koordinaten nicht haben? Die Station muss sich auf einem Asteroiden in der Vestergruppe befinden. Wir haben Kontakt mit der Hydra. Der General! Athan, Subraumfunk ein. Ist ein, Commander. Orion ruft Hydra. Hier ist der schnelle Raumkreuzer Orion 7. Ihr Raumschiff Hydra, General von Dahl. McLean, sind Sie das? General! Code A4, falls wir abgehört werden. A4. Welchen Auftrag haben Sie, Major? Wir suchen die Leitstelle, von der aus die Frogs den Schnellläufer dirigieren. Wir sollen sie vernichten. Die vom Führungsstab glauben, dass damit auch die Steuerung der Supernova ausfällt und dass sie an der Erde vorbeistürzt. Sie glauben nicht daran, McLean? Ich hoffe, die haben recht. Ich zweifle nur, ob es so einfach ist. General, ich hole Sie. Nein! Selbstverständlich hole ich Sie! Ich verbiete Ihnen, sich um die Hydra zu kümmern. Sie wissen doch, was auf dem Spiel steht. McLean! General? Wenn die Annahme des Führungsstabes zutrifft, ist das die einzige Chance für uns alle zu überleben. Oder geht das nicht in Ihren Schädel? Doch, General! Sie müssen die Leitstelle der Frogs unter allen Umständen außer Gefecht bringen. Sie haben keine Sekunde Zeit zu verlieren. Sie werden von dort angepeilt. Wissen Sie das? Ich weiß, aber mir fehlen die genauen Koordinaten. Wie soll ich wissen? Deshalb rufe ich Sie ja. Wir haben die Frogs auch angepeilt. Ich gebe Ihnen die Koordinaten durch. Aufzeichnung ein. Ist ein. Wir hören. RS 501. 4M hoch 7, Strich 196, Strich 8,
Gamma Punkt 2 Epsilon. Haben Sie verstanden? Hallo? Orion? Was ist mit Ihnen? Hallo? Wir hören Sie kaum noch. Ich gebe Ihnen den Dienst. Ich hole Sie! Achtung, Kurs auf Hydra! Volle Beschleunigung! Wenn Sie Kurs auf die Hydra nehmen, schmelze ich den Leitstand zusammen. Wollen Sie mich daran hindern, die Besatzung der Hydra zu retten? Commander, ich warne Sie. Ich habe nicht die geringsten Skrupel zu tun, was ich sage. Haben Sie den Verstand verloren? Nein, ich nicht. Sie wissen genau, was passiert, wenn Sie den Leitstand zusammenschmelzen. Es ist Selbstmord, ich weiß. Gehen Sie nicht zu weit. Aber es macht mir nichts aus, ob ich sterben muss, weil der Leitstand ausfällt. Oder weil der Schnellläufer die Erde zerstört. Oder weil wir durch die Galaxis kreisen, ohne zu wissen, wohin, bis uns der Sauerstoff ausgeht. Es ist immer das gleiche Ergebnis und es macht mir nichts aus. Nehmen Sie sich in Acht, Leutnant. Ich habe genauso wenig Skrupel wie Sie. Commander, dass Sie ein Querkopf sind, ist bekannt. Aber ich wusste nicht, dass Sie einfältig, gewissenlos und völlig ohne jedes Verantwortungsgefühl sind. Das sagen Sie mir jetzt, mit einer Waffe im Anschlag? Ihr Auftrag ist, die Erde zu retten. Solange Sie ihn ausführen, können Sie mit mir umspringen, wie es Ihnen beliebt. Aber führen Sie ihn aus! General Van Dijk ist... General Van Dijk, reden Sie doch nicht immer um das Problem herum. Sie haben die Leitstelle der Frogs entdeckt und Sie müssen sie zerstören. Was mit der Besatzung der Hydra passiert, ist im Augenblick völlig gleichgültig. Die Erde ist in Gefahr und Sie haben nicht mehr viel Zeit. Außerdem, wenn Sie noch lange hier rumstehen und sich mit mir streiten, dann riskieren Sie, von den Frogs abgeschossen zu werden, ehe Sie noch überhaupt einen Befehl gegeben haben. Stecken Sie die Waffe weg, Leutnant. Jawohl, Commander. Kampfstand besetzen. Werfergruppe 2 und 4 fertig machen zum Objektbeschuss. Wandler voll. Voll, Commander. Sind Sie jetzt zufrieden? Ja, Commander. Kampfstand an Kommandant. Werfergruppe 2 und 4 fertig zum Objektbeschuss. Verstanden. Feindliche Ortungsstrahlen im Leitbild. Kommandant am Kampfstand. Werfer, Achtung! Werfergruppe 2 und 4 auf Ziel fest. Werfer! Frei! Wollen Sie denn das wissen? Wenn die Nova aus dem Kurs gestürzt ist, muss sie doch nicht gleich Haken schlagen. Die Geschwindigkeit ist auch noch dieselbe. Ach, dann siehst du eine Veränderung. Nein, nichts. Cliff, wie lange... Sei doch still. Cliff, wie lange willst du dir das noch mit anschauen, bis du begreifst, dass alles umsonst war? Das Ding rast immer noch auf die Erde zu. Du musst dir etwas Neues einfallen lassen. Arthur, berechne den Kurs des Schnellläufers. Sofort. Und was jetzt, Commander? Wenn es nicht geklappt hat, dann müssen wir eben die Explosion versuchen. Die Explosion? Aber Sie haben doch gehört, was das bedeutet. Soll ich die Nova etwa laufen lassen, verdammt nochmal, oder haben Sie was Besseres vorzuschlagen? Nein, leider nicht. Dann halten Sie doch gefälligst den Mund. Ich habe keine andere Möglichkeit. Wir müssen es riskieren. Wie soll das vor sich gehen, Cliff? Passt auf. Hier ist der Schnellläufer auf seiner Sturzbahn zur Erde. Hier stehen wir ungefähr. Bezeichnen wir die äußerste Linie mit A, die mittlere mit B und die dem Planeten zunächst gelegene mit C. Erreichen wir die A-Linie, heißt das für Hasso Hyperspace-Geschwindigkeit. Linie B, schlafende Energiereserve. Linie C, schlafende Plusmontor. Im selben Moment, wo wir die C-Linie mit dieser Geschwindigkeit durchstoßen, setzen wir 15 Antimateriebomben auf die Sturzbahn des Planeten und verlassen die Gefahrenzone. 10 Sekunden vor der Kollision des Planeten mit unseren Antimateriebomben zünden wir.
Wenn bei dieser Explosion das verdammte Ding nicht in Stücke geht, dann bin ich leider mit meinem Latein zu Ende. Welchen Kurs nimmt die Orion nach der C-Linie? Wir drehen auf die Sturzbahn des Planeten ein und versuchen, mit dem Rest der schlafenden Distanz zu gewinnen. Aber fürchten Sie nicht, dass wir bei dieser ungeheuren Belastung in eine kritische Situation kommen? Natürlich, aber was soll ich tun? Cliff, der Kurs ist noch derselbe. Irrst du dich nicht? Ausgeschlossen, der Planet rast in einer Spirale auf die Erde zu. Mario, wir müssen im Bruchteil einer Sekunde von Hyperspace-Geschwindigkeit auf schlafende Energiereserve gehen. Wie reagiert dein Elektronengehirn? Die Wandler schmelzen durch. Kümmere dich nicht um meine Maschinen, Mario. Ich weiß, Hasso, es sind deine Maschinen. Also gut, wir gehen blitzschnell auf die schlafende. Was sagt dein Elektronengehirn dazu? Oh, das wäre eine Hölle von Energie. Was geschieht mit dem Computer? Er schmilzt durch und verbrennt. Da sind wir ohne Navigation. Ich fürchte, du musst dir was einfallen lassen. Helligkeit und Hitze nehmen mit großer Geschwindigkeit zu. Wir müssen die Absorber einschalten. Ich hätte nicht auf Sie hören sollen, General. Das ist doch ein aussichtsloses Unternehmen. Und welches Unternehmen hätte Ihrer Ansicht nach mehr Aussichten? Wir hätten längst eine klare Entscheidung treffen müssen. Die Katastrophe ist unabwendbar. Also wäre es besser gewesen, sämtliche überhaupt verfügbaren Raumschiffe für die Evakuierung bereitzustellen. Die 200 Kreuzer, die Jagd auf die Nova machen, nützen uns da oben genau nichts. Die Regierung muss das Für und Wider einer Evakuierung sorgfältig abwägen. Ich denke, die Regierung hat den Gedanken an eine Evakuierung längst aufgegeben. Nicht endgültig. Das Für und Wider muss sorgfältig abgewogen werden. Sorgfalt erfordert Zeit. Zeit, die wir nicht haben. Marschall. Etwas Neues, Marschall? Nichts. Nicht einmal eine Positionsmeldung der Orion. Soll das heißen, dass McLean... Ich schätze, er hat andere Sorgen, als uns mit Meldungen zu unterhalten. Außerdem, bei dem Chaos da draußen kann der Lichtspurverkehr teilweise zusammengebrochen sein. Wo ist die Nova jetzt? Hier. Wie viel Zeit bedeutet das? 6 Tage bis zur Kollision und schätzungsweise 4 bis zur Katastrophe. Wennerstein, ich beschwöre Sie, die Regierung muss eine Entscheidung treffen. Ist zu spätest. Sämtliche ausgeschickten Raumkreuzer sind auf dem Rücksturz zur Erde. Keiner von ihnen hat eine Chance, auch nur in die Nähe der Nova zu kommen. Und die Leitstelle der Frost? McLean wird es schaffen. General, Ihr Vertrauen auf McLean in dieser Situation hat schon fast etwas Kindliches. Gut, dann würde ich zur Abwechslung etwas weniger Kindliches sagen. Eine Frage liegt mir nämlich schon die ganze Zeit auf der Zunge. Wie zum Teufel ist es überhaupt möglich, dass diese Bestien da draußen in aller Seelenruhe eine Leitstelle einrichten konnten, von der aus sie eine Nova erzeugen und lenken? Dies alles hat sich noch mehr oder weniger vor unserer Haustür abgespielt. Und das muss von langer Hand vorbereitet gewesen sein. Ich nehme an, Sie richten diese Frage an mich. Ich richte sie an uns alle. Seit der Schweinerei damals auf MZ4 wissen wir, dass es eine außerirdische Macht gibt, die uns vernichten will. Das ist aber auch alles, was wir wissen. Wir wissen nicht, wer sie sind, wir wissen nicht, wo sie sind. Sie tauchen auf und verschwinden wieder, wie es ihnen passt. Und wir sitzen da und warten nur auf die freudigen Überraschungen, die sie uns bereiten. Ich habe dem Amt für interplanetarische Forschung bereits vor 2 Jahren dringend nahegelegt, eine Sonderkommission zu bilden zur Beobachtung der extraterrestrischen Aktivität im Raum. Aber was ist daraus geworden? Ein Debattierclub für Professoren und Militärs, die heute noch der Meinung sind, wir sind die Größten, wir sind die Gescheitesten und uns kann keiner. Was das an mich gerichtet ist, wer hat denn schon damals bei MZ4 immer wieder betont, dass... Meine Herren, ich bitte, es hat keinen Sinn, nachträglich darüber zu streiten. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wir haben Zeit. Leider Gottes. Ja, wir können nur rumstehen und warten. Warten auf einen Regierungsbeschluss und auf ein Wunder. Wenn es ein Wunder gibt, heißt es McLean. Achtung Orion, Achtung Maschine. Wir nähern uns dem B-Abstand. B-Linie minus 81. Zielvisio auf Schnellläufer. Zielvisio synchron. Abschusscomputer ein. Abschusscomputer läuft. B-Abstand plus minus 0. Hasso, schlafende frei. Raumschiff auf schlafende Energie. Achtung, Antrieb. Achtung, Kampfstand. Montor fertig, Bomben fertig. Wir erreichen den C-Abstand. C minus 30. Abschusscomputer ein. Läuft. Achtung, Hasso! 4, 3, 2, 1, 0.
Absturzbahn. Warum hat es nicht geklappt? Unsere Antimaterie hatte bei der Zündung die Sturzbahn des Schnellläufers längst passiert. Verdammter Mist. War es meine Schuld, Cliff? Nein, Mario. Helfen Sie. Ja. Was wird jetzt aus der Erde? Ich weiß nicht. Es ist ja zum Verzweifeln, dieses Herumstehen und Warten. Dass man einer sicheren Katastrophe mehr und mehr entgegentreibt, sehenden Auges und nichts dagegen tun kann. Es ist ja zum wahnsinnig werden. Man könnte etwas tun. Ach ja, und was bitte? Die Regierung zu einer Entscheidung zwingen. Wir müssen evakuieren. Wir müssen den Fortbestand der Menschheit sichern. So. Und wie wollen Sie die Regierung zwingen? Nötigenfalls mit Gewalt. Marschall, Sie wissen nicht, was Sie sagen. Wenn die Regierung versagt, sind wir verpflichtet, die Macht zu übernehmen. In meiner Eigenschaft als Chef des Sicherheitsdienstes mache ich Sie darauf aufmerksam, dass ich jedes weitere Wort als Hochverrat betrachten muss. Ich werde Rücksicht... Sie werden, verrecken werden Sie, wie wir alle. Es geht mir doch nicht darum, mein Haus zu retten. Bei einer Evakuierung bleibe ich selbstverständlich da, aber wir müssen doch dafür sorgen. Marschall, behalten Sie doch Ihren klaren Kopf. Elektronengehirne der Regierung sind ja seit Stunden daran zu berechnen, welche Chancen und welche Auswirkungen eine Evakuierung haben kann. Aber ich frage Sie, wer sind denn diese 0,25 Promille, die überleben dürfen? Wer wählt sie aus? Wer hat das größere Recht zum Leben? Wollen Sie das vielleicht entscheiden? Und was passiert denn, wenn die übrige Bevölkerung erfährt, was da gespielt wird? Glauben Sie vielleicht, die Millionen, die zum Tode verurteilt sind, lassen sich das so ohne weiteres gefallen? Und ich sage Ihnen, die Panik, die dann ausbricht, die ist ebenso unabsehbar wie die Katastrophe selbst. Überlegen Sie sich das doch alles, bevor Sie mit einem Gedanken an einen Umsturz spielen. Erschweren Sie doch nicht die entsetzliche Lage der Regierung durch Unkontrolliertheiten dieser Art. Sie haben recht, Wieger. Ich muss für einen Moment durchgedreht haben. Ja, sehr begreiflich. Vielleicht bin ich der Nächste, der durchdreht, aber trotzdem. General, sagen Sie ehrlich. Glauben Sie, dass die Orion überhaupt noch existiert? Was nützt Ihnen das, was ich glaube oder nicht glaube? Es geht schon los. Das Informationsamt hält Anfragen von außen, was eigentlich im Gange ist. Ein Regierungsmitglied hat einen Nervenzusammenbruch bekommen. Der Alarmstart der 200 Kreuzer ist auch nicht hundertprozentig geheim geblieben. Wer zum Teufel hat denn da wieder mal nicht dicht gehalten? Mein Gott, auch Geheimnisträger sind nur Menschen. Erwartet, meine Weltkatastrophe anrollen zu sehen und nicht mit der Wimper zu zucken. Es gibt nur noch eine Möglichkeit. Wir laden die Orion mit kontraterrener Energie auf, fangen den Planeten auf Raumsektor 105 ab, stürzen das Schiff ins Zentrum und lösen damit die Explosion aus. Das ist die einzige Chance. Ja, für die Erde. Aber ich habe keine Lust abzukratzen. Ihr vielleicht? Commander, wenn ich Sie richtig verstehe, bedeutet Ihr Vorschlag, dass wir nicht mehr zurückkommen. Ich weiß es nicht. Wir laden die Orion auf und steuern das Schiff ins Zentrum des Planeten. Vorher steigen wir in die Lanze zum und versuchen, die Hydra zu erreichen. Was sollen wir denn auf der Hydra, Cliff? Die ist doch hin.
Den Umweg können wir uns sparen. Mit uns ist es aus, so oder so. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Wir versuchen es. Lieber fliege ich mit der Hydra als Planet durch die Galaxis, bevor ich mit der Orion Selbstmord begehe. So gern mache ich es ja auch wieder nicht. Jedenfalls haben wir die Chance, die Hydra wieder manövrierfähig zu machen. Ob die auf der Hydra noch leben? Das wird sich zeigen. Aller verfügbare Sauerstoff wird mitgenommen. Atan, lass den Computer spitzen. Wir brauchen die genauen Daten, wann wir aussteigen müssen. Mario, Land ist fertig, machen zum Start. Ja. Koordinaten, Raumschiff Hydra. A- und C-Deck fluten. Fluten. Und bewegt euch, Freunde. Sonst holen wir den Planeten nicht mehr ein. Kabine 11-12-13, hydrophonische Anlage geflutet. B-Deck und Luftschleuse unter Energie setzen. Unter Energie. Commander, noch 3 Minuten. Kommandant an Lanzett 1. Abschusskammer 1. Lanzett besetzen. X-170. Abschussautomatik einstellen. Bestätigung. Glauben Sie, dass es klappen wird? Kontrollen beenden. Kommandokanzel räumen. Abschusskammer 2 absuchen. X-120. Verstanden, Commander. Los. Auf die Mars-Außenbasis ist vorzubereiten. Ohne mich, ich bringe das nicht fertig. Wer war denn immer für eine Evakuierung? Mittlerweile dürfen sogar Sie begriffen haben, dass es mir nicht um meine Person geht. Meine Herren, bitte lassen wir doch jetzt persönliche Dinge beiseite. Gibt es neue Meldungen? Jede Menge. Nur nicht die, auf die wir warten. General! Lichtspur von Jupiter aus 4. Es muss eine irrsinnige Explosion stattgefunden haben. Wo, Mann, reden Sie doch! In der Bahn der Nova. Und die Nova? Sie ist von den Ortungsschirmen verschwunden. Sie Komiker, soll das etwa heißen, dass die Nova... Meine Herren, ja begreifen Sie denn nicht? Wir sind gerettet! Die Erde ist gerettet! Ist Jupiter außen noch dran? Ich muss sofort Erich. General, ich gratuliere Ihnen, McLean hat es geschafft! General, es stimmt. Die Supernova ist eliminiert. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber... Es kann nur McLean gewesen sein, nicht wahr? Es war McLean. Und was ist mit ihm? Kein Mensch weiß es. Aber Sie können es sich denken. General, wir sind natürlich jetzt noch ohne Unterlagen. Wir können jetzt noch nicht sagen... Reden Sie nicht drum herum, Doktor. McLean ist tot. Nach menschlichem Ermessen, ja.
Wer immer diese Explosion ausgeführt hat, der kommt nicht mehr zurück. Wir nähern uns der letzten Position der Hydra. Wenn es die überhaupt noch gibt. Genau das wollen wir jetzt feststellen, mein Junge. Major McLean ruft General Van Dyke auf Hydra. Hydra. Hydra, bitte melden. Vielleicht ist unser Sender in der Lanze zu schwach. Quatsch, mit dem Sender erreichen wir mindestens die nächsten 10 umliegenden Raumsektoren. Wir rufen Hydra. Wir rufen Hydra. So meldet euch doch. Cliff, die sind längst draufgegangen. Woher willst du das so genau wissen? Leider kann ich 2 und 2 zusammenzählen. Sie waren im Zentrum eines ungeheuren Energiesturms. Und jetzt melden sie sich nicht. Muss ich dir sagen, was da nur passiert sein kann? Nein. Aber mir müssen Sie es bitte sagen. Ich weiß es nämlich wirklich nicht. Die kosmische Strahlung potenziert sich bei einem Höllensturm wie diesem um ein Vielfaches. Naja, und da hat eben ihr Strahlungsabschirmfeld nicht mehr standgehalten. Und das heißt? Das heißt, dass auf der Hydra eine Temperatur herrscht, die kein Mensch länger aushalten kann als höchstens 7. Bitte spar dir deine epische Schilderung. Wenn du der Ansicht bist, dass Lydia tot ist, dann halt wenigstens die Schnauze und mal es nicht auch noch aus! Wenn sie mich da fragt... Sie wird noch Fragen stellen, wenn wir alle längst kleine Englein sind. Halten Sie es denn für sehr wahrscheinlich, dass Sie in den Himmel kommen? Na, was habe ich dir gesagt? Sie fragt. Sie fragt unentwegt. Sind die anderen noch planmäßig hinter uns? Ja, ich habe sie in der Ordnung. Wir rufen Hydra. Hydra. Hydra, bitte melden. Vor allen Dingen strengste Geheimhaltungspflicht für alle steht. Wenn die Bevölkerung auch nur das Geringste von der Gefahr erfährt... Und vor allem, wie wenig wir dieser Gefahr entgegenzusetzen haben. Immerhin haben wir sie gebannt. Wir? General, ich weiß, wie Ihnen zumute ist. Es tut mir furchtbar leid. Es musste wohl sein. Schon gut. Ja, McLean. Schade. Sehr schade. War ein guter Mann. War vor allen Dingen ein sehr populärer Mann, ein Held, ein Idol der Jugend. Es klingt vielleicht herzlos in diesem Augenblick, aber es muss uns irgendetwas einfallen, um der Bevölkerung sein Verschwinden zu erklären. Manchmal hasse ich meinen Beruf. Lassen Sie mal, Willa. In den letzten 24 Stunden haben wir, fürchte ich, alle keine sehr gute Figur gemacht. Tja, in dieser Beziehung tun sich die Helden leichter. Orion Lancet 1 ruft Orion Lancet 2. Mario, hört ihr uns? Wir kommen jetzt jeden Augenblick in Sichtweite der Hydra. Cliff, da liegt sie. Sie wie eine tote Flunder. Mario, pass auf. Ich gehe so dicht an die Hydra ran, dass Hasso umsteigen kann. Ihr haltet Sicherheitsabstand, bis er neue Befehle bekommt, klar? Wieso muss Hasso umsteigen? Funktioniert die Landeautomatik auf der Hydra nicht? Manchmal stellst du Fragen, die sich nicht mal Leutnant Jagielowski einfallen lässt. Kannst du mir vielleicht erklären, wer auf der Hydra die Automatik bedienen soll, wenn sie nicht mal in der Lage sind, sich über Sprechfunk zu melden? Da hast du recht, Cliff. Entschuldige. Ende. Danke. Es ist soweit, Alter. Ja. Ich kann es dir nicht ersparen. Naja, für die miesesten Jobs hast du ja immer mich ausgesucht. Warum wohl, du alter Büffel? Jetzt hör noch mal genau zu. Ja. Und wenn da drüben der Teufel persönlich eingeheizt hat, du musst durchhalten, bis du die Landeautomatik in Betrieb gesetzt hast. Und wenn die Automatik nicht funktioniert? Dann haben wir Pech gehabt. Dann versuchst du, ins Landset zurückzukommen. Hier hast du ein paar Stunden länger zu leben. Commander, was machen wir denn, wenn es uns nicht gelingt, auf die Hydra umzusteigen? Das ist Geschmackssache. Däumchen drehen.
Mensch, ärgere dich nicht, spielen. Oder Marius letzten Whisky austrinken. Sie können auch häkeln, wenn Sie Ihr Nähkörbchen mitgebracht haben. Irgendwie werden Sie sich die Zeit schon vertreiben, bis Sauerstoff und Energie verbraucht sind. Und es ist absolut illusorisch, mit unserer Landsat-Energie bis zur nächsten Raumstation durchzukommen. Das ist so aussichtslos wie der Versuch, Ihnen die Beschissenheit unserer Lage klarzumachen. Und jetzt muss ich unsere kleine Plauderei leider abbrechen. Ich rufe Landsat 2. Mario, bitte melden. Ja, Tim. Hasso steigt jetzt um und versucht, uns zu landen. Wir gehen auf Landeposition, sobald er drüben ist. Es kann um Sekunden gehen, denn da drüben herrschen alle Voraussicht nach Backofentemperaturen. Wenn die Landung gelungen ist... Kommen wir sofort hinter euch her. Ja, richtig, Junge. Und dann... Dann errichten wir mit unserer gesammelten Landsat-Energie einen Absorberschirm, um auf der Hydra wieder menschenwürdige Verhältnisse zu schaffen. Genau. Wichtig ist nur, dass alles so schnell... Dass alles irrsinnig schnell passiert, ich weiß, weil Hasso sonst ein Schwitzen kommt. Das hat der Bursche gar nicht gern. Richtig, Junge. Was ist denn los mit dir? Du kannst ja auf einmal denken. Ende. Fertig. Und vergesst nicht, bei Unfällen haftet die Firma nicht. Müsste er eigentlich im Kampfstand sein. Hat er denn keine Sprechverbindung mit uns? Glauben Sie, dass er Zeit zum Quatschen hat? Er hat es nicht geschafft. Es müsste längst passiert sein. Was heißt längst? Glaubst du, hast du gerade in der Hitze da drüben wie ein Eichhörnchen herumflitzen? Kommt schon rein, ihr Faultiere. Oder soll ich auch noch Spalier stehen? Ach so, er hat's geschafft. Helga, los, Absorberschirm. Ja. Mario? Ja? Bist du in Landekammer 2? Was dachtest du? Los, Druckstabilisator. Hab ich schon lange. Kältepressluft. Junge, denk doch zur Abwechslung mal nach. Kältepressluft hat erst einen Sinn, wenn man... Hast recht. Hasso, Luftschleusen 1 bis 6. Hasso, verdammt nochmal. Es muss ihn erwischt haben. Soll ich... Nein, Sie bleiben, wo Sie sind. Ich gehe. Sie drücken dann auf diesen Knopf in genau einer Minute, klar? Ja. Mario. Ja. In einer Minute Kältepressluft und dann Absorber. Ich versuche, in den Kampfstand durchzukommen. Hasso ist ausgefallen. Ohne Helm und Strahlungsschutz, das ist doch Wahnsinn. Wollen Sie mir vielleicht erklären, wo mein Druckanzug ist? Meine Güte, haben wir den vergessen? Nein, Hasso hat meinen an. Seiner ist auf der Erregung geblieben. Hasso! Was ist mit dir? Hasso! Hasso! Die Luftschleusen! Fertig! Kälte Preisluft! Kälte! Was ist denn? Was war denn?
Hast du? Lebst? Nein, ich bin der Geist aus Hamlet. Ja, du musst ein Geist sein. Als Mensch warst du nicht so gebildet. Hey, hier bleiben. Cliff, wir scheinen wieder okay zu sein. Die Luft ist wieder plötzlich ganz angenehm. Mario, habt es geschafft? Klar, sonst könntest du nicht mehr so dumm fragen. Und Lydia und die Hydra-Besatzung, wo stecken die? Die waren in den Kälteschlafkammern. Und? Wir haben sie ausgeholt. Die waren schon im Abkratzen, Cliff. Auch die Energie in den Kälteschlafkammern war zu Ende. Wir sind im letzten Augenblick gekommen. Gut, danke. Das scheint nun mal unsere Spezialität zu sein. Ich war nicht sicher, dass Sie meinem Befehl gehorchen würden. Leutnant Jagielowsk hat mich tatkräftig unterstützt. Sonst hätte ich Sie schon vorher abgeholt. Sparen Sie sich Ihren Spott, Commander. Das war das Schlimmste, was ich je mit Ihnen erlebt habe. Und zwar mir bitter ernst, wenn ich nicht nachgeholfen hätte, gäbe es jetzt keine Erde mehr. Danke. War die 7. Orion, die Sie zu Klumpen geflogen haben, jetzt für die 8. fällig. Wahrscheinlich das erste Mal, dass Ihnen niemand einen Vorwurf daraus machen wird. Lichtspruch des Operationsstabes. Ich bin nicht da. Sicher, der Chef der Raumrüstung. Er fordert eine Verlustmeldung der Orionan in 10-facher Ausfertigung. Na, kommt ihr zurecht? Ja, wir haben die Minicomputers aus den Landsitz eingebaut. Zur behelfsmäßigen Steuerung sollten sie genügen. Ja. Das heißt, wir dampfen mit voller Kraft zurück. Ach, du Optimist. Zuckeln, Mindestgeschwindigkeit. Aber von mir aus können wir es jetzt versuchen. Also gut. Jeder an seinem Platz. Atan. Ja? Wie steht's mit der Navigation? Ich hoffe, es klappt. Na, versuchen wir's. Koordinaten Erde. Kommen Sie doch mit uns rüber. Ich kann doch, ich muss zu dem Onkel da drüben. Prost, Commander. Ich komm gleich. Bestimmt kein Whisky? Nein, nein. Das ist eine ganz rare Marke, wissen Sie? Dieser Whisky wird noch auf die altmodische Weise gebrannt, aus richtiger Gerste, nicht dieses chemische Zeug. Abgelagert in Eichen. Irisches Rezept. Na, ich doch einen Schluck. Ja, ganz wenig. Na, sehen Sie. Sowas kriegt man ja nur einmal. Das ist ein Geschenk der obersten Raumbehörde. Ich durfte mir was wünschen. Wirklich, Major? Ja. Wofür denn? Dafür. Dafür, dass ich den schnellsten Raumkreuzer kaputt gefahren habe. So. Wollen wir weitermachen? Freilich, bitte. Ist noch was? Das weiß ja, wie viel Sie schon ausgefüllt, nur den Grund des Unglücks, darüber wusste ich nicht Bescheid. Oje, wie soll ich das ausdrücken? Helfen Sie mir, General? Tja, schreiben Sie... War es wieder so einer Ihrer Streiche, wie gewöhnlich? Ja, so kann man es nennen. Es war ein richtiger Streich. Tja, schreiben Sie, durch Einwirkung eines Magnetsturms zerstört. Er hat sich wieder zu weit vorgewagt. Ja, einen ausführlichen Bericht müssen Sie sowieso noch nachliefern. Zunächst genügt das. Jetzt noch Ihre Unterschrift, bitte. Ja. Also wissen Sie, gegen den Papierkrieg müsste man ja auch mal was unternehmen. Und was glauben Sie, wir haben auch unsere Sorgen. Ja, ja. Gemessen an den Ihren sind unsere natürlich gering. Wir mussten eine Supernova abschießen. Eine Supernova? Was ist das bitte? Ha ha ha!